müssen auch sein. Okay, wir machen jetzt ein Rennen darum. Wer zuerst unten ist. Bei 3 geht's los. 1, 2, 3. Wie zur Hölle bist du hier runtergekommen? Heute haben wir uns einen französischen Film ausgesucht, und zwar Luc Bessons Ghetto Gangs 2 Ultimatum. Und worum es in diesem Film geht, das erzähle ich jetzt. So, bei Ghetto Gangs Ultimatum 2 oder wie auch immer, in welcher Reihenfolge das gesagt wird, das ist ein Actionfilm. Und für einen Actionfilm, wie es sich gehört, hat er relativ wenig Story. Es geht darum, dass in Frankreich 2013 ein riesiges Ghetto entstanden ist, in dem herrschen kleine kriminelle Gangs. Und der Regierung passt das so überhaupt nicht. Und eine Unterabteilung der Polizei, beziehungsweise eine Spezialeinheit, die inszeniert da einen, ja, kleinen Kampf zwischen Polizisten und einer Gang. Und dadurch kommt der Stein ins Rollen und die Regierung entschließt, das ganze Ghetto abzureißen mit Raketen. Ja, das war eigentlich auch schon mehr oder weniger Story. Die beiden Protagonisten hier vorne, ihr seht sie, die heißen Leto und Damien. Die versuchen das Ganze zu verhindern mit vielen, vielen Stunts und das war die Story. So, über den Film gibt es einige interessante Hintergrundinfos. Zum ersten, die beiden Hauptdarsteller sind, also das eine ist der Erfinder von Parkour und das andere ist der Stunt-Koordinator von Jason Statham. Und in diesem Film sind alle Stunts wirklich von den Leuten gemacht worden und es wurden kaum Stuntmen dafür eingesetzt, weil die ja selber eine professionelle Ausbildung sozusagen haben. Dann, das Ganze ist ein französischer Film, also relativ unbekannt eigentlich hier. Der Produzent ist Luc Besson, der auch schon Transporter und Taxi gemacht hat. Also es wird einem auch beim Gucken bekannt vorkommen, weil viele Sachen doch irgendwie an diese Filme erinnern. Ja, und das war es auch schon zumindest. So, ich muss jetzt erstmal sagen, ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen, aber ich fand das ist auch gar nicht so schlimm. Die Story, die war, soweit ich das beurteilen kann, relativ unabhängig davon. Ja, zum Film selbst. Es ist wie gesagt ein Actionfilm, wenig Story. Das Besondere halt sind die Stunts von den beiden. Also man merkt schon, dass da sehr viel Parkour-Einfluss drin ist. Leider muss ich sagen, das hätte man ein bisschen mehr ausreizen können. Also das ist so ziemlich das einzige Besondere an dem Film. Und dafür war das gar nicht so prägnant, fand ich. Einige Sachen waren nicht auch ein bisschen komisch, zum Beispiel dieses typische Zurückspulen, um nochmal einen Stunt zu sehen. Das kam zwar nicht häufig vor, ich glaube insgesamt nur 2-3 Mal, aber das hat es umso seltsamer gemacht. Warum haben die das 2-3 Mal gemacht bei solchen Sachen? Wie gesagt, hätte man mehr ausreizen können. Story ist okay, ich habe mich unterhalten gefühlt und deswegen bekommt der Film 5 von 7 Punkten. So, ich habe Teil 1 von diesem Film auch gesehen, den finde ich auch sehr gut. Dieser Film gefällt mir auch, ich mag diese parkourreichen Action-Szenen besonders. Der Film zieht sich auch nicht, der ist glaube ich etwas über 90 Minuten lang und da zieht sich wirklich gar nichts. Die Story ist kurz, bündig und temporeich. Der Film ist sehr klischeehaft, also gerade diese Banden sind wirklich so... ja, doch sehr klischeehaft, so typisch, wie man sich das halt vorstellt. Aber der Film ist unterhaltsam, er ist temporeich, voller Action, hat ein paar doch sehr gut ausgetüftelte Action-Szenen. Und deswegen bekommt Ghetto Gangs 2 Ultimatum von mir 5 von 7 Punkten.